uns im Nebensee. Wir tauchen ein in die Spiele. Hallöchen, liebe Freunde, live von der schönsten Insel der Welt, Peru Place. Ich bin der Peru und damit Tachchen, hallo, guten Morgen, guten Abend, guten Nacht, wie auch immer. Ja, es ist etwas passiert. Ich weiß nicht, ob ich verwundert, erfreut oder geschockt sein soll. Ihr seht schon im Hintergrund. Astragon, ist irgendwie auf die schräge Idee gekommen, doch mal mit Fortnite zu kooperieren. Herausgekommen ist Police Simulator Prop Hunt. Das Ganze findet ihr kostenlos im Creator-Posten-Abteilung, wie auch immer, von Fortnite. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Werbung für das Hauptspiel, für das richtige Spiel sein wird, weil ich denke mal, die Kids, die hier in Fortnite rumballern, ich weiß nicht, ob die den Original Police Simulator deshalb spielen. Ich glaube eher nicht. Gut, aber schauen wir uns das Ganze mal an. Ich bin noch überhaupt nicht reingegangen, das heißt, es wird für mich absolut blind. Also es sieht eher nach Fortnite als eine andere aus. Wir haben da zwar Polizeiwagen rumfahren, ihr seht es im Hintergrund. Ja, also, was haben wir hier? Leider keine deutsche Beschreibung vom Spiel, das ist natürlich schon mal Minus. Ne? Nicht alle sind des Englischen so wirklich mächtig. Wir können einerseits Verdächtige spielen, die eben Sachen einsacken. Also deshalb heißt es auch Prop Hunt, ne? Also Gegenstände, Jagd oder wie auch immer. Und wir können sie als Polizist aber auch jagen, wenn wir wollen, mit unseren, ja, vertrauten Dings hier, Flashlight, Taschenlampen und Waffe natürlich. Spiele in einer belebten Stadt, mit einer Polizeistation im Herzen der Stadt. Wenn der Verdächtige eliminiert wird, wird er ein Officer. Habt ihr das verstanden? Gut, ich auch nicht. Ich würde sagen, ja, es hilft nicht lang zu philosophieren. Wir beamen uns da einfach mal rein. Leute, wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Like, Follow oder Abo da, ne? Daumen nach oben. Leute, schreibt mir mal, was ihr davon haltet. Insbesondere, wenn ihr das eigentliche, echte Spiel spielt. Police Simulator Patrol Officers. Ich bin mal sehr gespannt auf eure Meinung. Ab geht's. Wieso Battle Royale? Moment. Hier. Okay. Ich dachte schon. So, Police Simulator Prop Hunt. Da bin ich. Ich bin nicht bereit. Doch, ich bin eigentlich bereit. Warte mal. Oh Gott, ich weiß nicht, was das wird, Freunde. Kann sein, dass ich hier episch faile. Hallo? Wie komme ich jetzt? Bin ich jetzt verblödet? Wieso komme ich jetzt ins Spiel nicht rein? Warte mal. Bin ich jetzt... Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Also ich sag's mal so, ich erwarte jetzt nichts. Also so kann ich dann auch nicht enttäuscht werden. Ich hoffe, ihr geht da mit derselben Einstellung ran. Ich habe da kein gutes Gefühl irgendwie. Ich weiß nicht warum. Oh, jetzt kommt erstmal eine Aktualisierung. Ne? Wir schneiden das Ganze mal. Wir sehen uns gleich wieder, wenn das Ganze hier abgedatet ist. Ne? So, es scheint, als können wir gleich loslegen. So, wir können Objekte entdecken mit der Taschenlampe. Also vorsichtig benutzen. Als ein Objekt verlierst du Leben, wenn du dich bewegst. Aber ich kann deswegen nicht sterben. Was ist das für ein Kram? Was reden die da? So. Hier ist scheinbar der Ort, wo wir uns versammeln für den Einsatz. Ich habe eine Madame bekommen. Kann ich mir das hier nicht aussuchen? Naja, ist auch egal. So, wir müssen noch auf Spieler warten. Noch rund 40 Sekunden. Also hier haben wir so einen typisch drögen, eher langweiligen Warteraum. Das hier erinnert schon so ein bisschen an Police Simulator, ne? Mit der Map und so. Ja, auch so der Look hier von dem Raum sieht ein bisschen so aus. Hier hat man mal so eine Beweistafel hingeschoben. Aber das Ganze sieht doch ein bisschen verloren in dem großen Raum hier aus. So, 16 Sekunden. Aber keiner da zum Spielen. Oh nö.
Also es muss mindestens zwei Spieler scheinbar haben. Wie läuft die denn jetzt hier ganz komisch? Was ist das hier? Astragonent. Ach, da geht's zum Creator-Profil. Okay, mir reicht schon, was ich hier sehe. Mehr brauche ich nicht. Ich frage mich, wer auf die Idee gekommen ist. Lasst mich raten. Mir würde eine Person einfallen, die so bekloppt wäre, dieses Spiel in Fortnite reinbringen zu wollen. Ihr könnt mir mal schreiben, was ihr denkt, wer das sein könnte. Wem sowas völlig Beklopptes einfallen würde. Also ein Tipp, ich bin es nicht. Also wie gesagt, ich finde es zweifelhaft, ob das eine Promotion fürs Spiel ist. Also das Klientel von Fortnite, ganz ehrlich, glaube ich nicht, dass das Klientel für Police Simulator ist. Ich finde die Idee ganz witzig, aber wie gesagt, ich glaube, das wird dem Spiel keine Extraspiele bringen, also keine Fortnite-Spieler. Das ist ein ganz anderer Schlag, auch ganz andere Altersgruppe. Seid mir nicht böse, Freunde. So, und wir warten noch mal kurz, bis jemand neu dazukommt. Und dann hoffe ich, dass ich endlich loslegen kann hier mit euch. A few moments later. So, Leute, es sind mittlerweile gut 10 Minuten ins Land gegangen. Und ich bin hier immer noch alleine. Also, was auf Deutsch heißt, auf der großen, weiten Welt, ist nicht ein einziger, der in diese Partie rein möchte, der den Police Simulator Prop Hunter spielen möchte bei Fortnite. Das sieht jetzt nicht nach so einem guten Start aus, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Es ist eigentlich auch schon fast an mir vorbeigegangen, ne? Also ich habe durch Zufall mal reingeschaut auf die Facebook-Seite von Police Simulator. Und ja, da wurde dann angekündigt, hier im Creative Store von Fortnite findet ihr jetzt Police Simulator, ja, als Prop Hunt kostenlos. Und ja, müsste eigentlich voll sein, die Bude, ne? Ganz neu, ganz toll. Und keiner ist da. Ich werde jetzt noch ein paar Minuten warten und ich hoffe, wir sehen uns gleich mit mindestens einem Mitspieler weiter. Ansonsten wird das, glaube ich, das traurigste Let's Play aller Zeiten. Bis gleich. Entschuldigung. Ich bin jetzt, warte mal, ich muss noch kurz mal einen Blick auf die Uhr werfen. Ich musste das schneiden, Freunde, weil das kann ich euch nicht zumuten. Ich bin jetzt seit, ja, fast genau einer halben Stunde hier in der Lobby. Und ich will es mal mit folgenden Worten sagen. Ich hatte einfach recht, ja. Und vielleicht sollten wir das mal bildlich darstellen. Ich hatte recht. Yo, yeah, yeah, eat this. Nee, Spaß beiseite, Leute. Ich habe keinen Bock, mich hier rumzueiern. Dieses Spiel ist für 15 Leute ausgelegt. Ich bin eine halbe Stunde in der Lobby und auf der ganzen weiten Welt hat keine Sau Lust, dieses Spiel zu spielen. Ich, ganz ehrlich, also nach dem, was ich im Startbildschirm gesehen habe, sieht es ja ganz normal aus, wie ein normales Fortnite-Game, bloß eben halt mit Polizeiwagen, eben halt nicht viel anders. Aber ich weiß nicht, ich glaube, es gibt mehrere Sachen und Gründe, warum hier keiner Bock auf das Ding hat. Ich habe gesehen, eine Partie scheint zu laufen, das sind aber gerade mal 5 Leute, die sich da zusammengefunden haben. Ansonsten ist hier echt Schicht im Schacht, glaube ich. Glaube ich, dass, wie gesagt, Police Simulator und Fortnite haben keine wirkliche Schnittmenge, was die Altersgruppe und die Zielgruppe angeht. Das ist erstmal das eine. Dann haben wir ja einen kurzen Blick geworfen auf die Spielbeschreibung bzw. Anleitung. Zum einen war sie nur auf Englisch verfügbar. Zum zweiten, habt ihr es verstanden? Ich nicht. Vielleicht bin ich zu doof. Ne? Klärt mich mal auf. Ich würde sagen, wir beenden hier mal das Elend. Das ist das seltsamste und kürzeste Let's Play, glaube ich, was ich jemals gemacht habe. Anyway, wir verkrümmeln uns jetzt mal wieder hier raus, weil das geht nicht. So, also hier nochmal Blick auf die mehr oder weniger Kurzfassung der verschwurbelten Spielregeln.
Ja, achso, ich habe jetzt so random Charaktere. Naja, ist ja auch egal. Freunde, ich würde es gerne mal antesten, aber es ist keine Sau da, der das spielen will. Leute, wenn ihr da draußen öfter Fortnite spielt, ich weiß, der ein oder andere macht es von euch, und sich mal erbarmt, mit mir zusammen eine Runde Police Simulator Prompt Hunter zu spielen. Einfach mal aus Bock, um zu sehen, was das ist, wie das ist. Dann gebt mir mal Bescheid. Ich blende euch nochmal mein Tag ein für PlayStation, damit ihr mich auch findet. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, könnt ihr mich natürlich gerne zu eurer Freundesliste adden, damit wir das hier mal zusammen spielen können. Ich hätte es euch gern gezeigt, Leute, aber da muss ich die Segel streichen. Wenn es keiner spielen will, was soll ich machen? Also das ist mir auch noch nicht passiert. Echt nicht, in keinem Multiplayer, dass niemand da war. Oh je, oh je. Leute. Guti, ich will da gar nicht viel mehr zu sagen. Es gibt ja auch nichts zu sagen. Wir haben nichts gesehen. Wir auch. Gut, Freunde, ich bin neugierig. Meldet euch bitte mal. Schreibt mir in die Kommentare, wer Bock hat, das mit mir mal auszuprobieren. Dann machen wir mal einen Termin aus. Und dann gehen wir die Sache mal an hier. Police Simulator Prop Hunt. Wer auf eigene Faust mal sein Glück versuchen möchte, gerne. Ne? Einfach Fortnite starten, in den Creator-Modus gehen, einfach mal Police Simulator eingeben und dann seht ihr auch schon Prop Hunt. Und dann könnt ihr ja mal euer Glück versuchen. Schreibt mir mal, ob ihr da Glück habt, ob ihr dazu ja irgendwie Leute zusammenkriegt, um da eine Partie zu starten. Wie gesagt, ich habe jetzt über eine halbe Stunde in der Lobby gewartet. Es ist gar nichts passiert. Noch nicht mal jemand reingeschaut. Ja, in diesem Sinne muss ich jetzt hier leider die Flagge streichen. Das war eine der kürzesten Let's Plays auf Peru Plays. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Schaut mal wieder rein. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Metal Leute, abonniert alle Peru Plays von führenden Ex-YouTubern empfohlen. Da gehe ich auf 188. Tschüss.